machst du denn hier? Lange Geschichte. Ich dachte, du und Peppa, ihr mögt Funkelblitz nicht. Aber ich hätte Octobellas magisches Comic nicht lesen sollen. Dich sperre ich auch, ein kleiner grüner Kerl. Los, Gecko, lauf! Eulette, Catboy und ich, wir werden dich befreien. Ja, wir haben das Comicheft gelesen, die letzte Seite umgedreht und wusch! Gecko wurde hineingesaugt. Vorsicht, wir wissen nicht, was da für eine Magie drin steckt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Man kann nie wissen, was einen in einem Funkelblitz-Comic erwartet. Sie ist cool. Das ist es. Wir haben gesagt, dass Melvin und Feng cool wären. Aber wir haben Eulette nicht gesagt, dass Funkelblitz auch cool ist. Oh, ja, das hören wir wohl nicht. Jetzt sitzt sie in Octobellas Höhle fest. Was? Ich erkläre dir alles. Nichts wie los zum Graben. Bei der Macht von Meister Feng. Nein, Catboy. Bei der Macht von Funkelblitz. Höchste Zeit, Helden zu sein. Seid ihr auf Position? Bereit! Catboy, jetzt! Folge 2. Das ist Plitschplatsch, das ist Marvin Grabenmonster und... Los! Los, Gecko, los! Funkelblitzkraft! Oh nein, hör auf! Funkelblitz, Supertempo! Nein! Du bist dran, Eulette. Plätsch, platsch, nimm das! Bring mir das sofort zurück! Newton Star, wo bist du? Ich bin in einer Höhle und Nacht Ninja hat den Himmelsstab und einen Laser. Und es ist übel. Das klingt wirklich übel. Jetzt nicht mehr, denn ihr seid fast da, oder? Hier gibt es hunderte Höhlen. Wir finden dich niemals rechtzeitig. Was? Ich schaff das aber nicht allein. Deshalb habe ich euch den Lauscherstein gegeben, damit ihr mir helfen könnt. Wir können dir helfen, indem wir dir sagen, was wir dir vorhin gesagt haben. Du schaffst das. Und zwar ganz allein. Niemals. Dieser Ninja ist furchtbar. Du hast deine Kräfte. Setz sie für das Gute ein. Okay. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Schätze ich. Sternenkraft! Ich hab's geschafft. Hey! Was machst du hier? Meine Kräfte. Das ist spitze. Ich meine, gehen wir. Geh runter. Ich will durch die Stadt fliegen und auf Sachen ballern. Und ich will ein Held sein. Yeah. Du kannst mich nicht aufhalten. Doch, ich glaube, das kann ich. Hey. Wow. Wow. Vielleicht kommst du wirklich aus einer Alien-Zivilisation. Anju! Mann, bin ich froh, euch zu sehen, Leute. Du hättest uns von der Vase erzählen sollen, Gürteltill. Ich weiß. Ich habe mich nur so dafür geschämt, dass sie zerbrochen ist. Schon okay. Unfälle passieren. Vertrau darauf, dass wir dir glauben, was geschehen ist. Ach ja, die Vase war eine Fälschung. Nachtninja hat sie dorthin gestellt. Sie ist gar nicht wertvoll. Dieser Nachtninja, ich werde ihn... Gürteltill, du musst ruhig bleiben. Wir haben viel zu tun. Anju! Mit der Kraft des Steines ist Nachtninja wirklich sehr mächtig. Wie sollen wir ihn aufhalten? Die Vase muss ich nicht mehr richten, aber das hier dafür schon. Thank you.
Zeit, es krachen zu lassen. Donnerschlag! Bleib hier, geliebte Bergkraft! Oh, oh. Sie kommen, um mich zu retten. Sternenkraft! Wie kommen wir hinein? Uns fällt schon was ein. Kommt, um mich zu retten? Nach allem, was ich getan habe? Natürlich. Wofür sind Freunde da? Es tut mir so leid, dass ich euch nicht vertraut habe. Stopp! Flugrobos! Schafft sie sofort raus! Lass meine Freunde in Ruhe! Hey, falsch! Oh! Bereit machen für den Aufprall! Supergecko-Schilde! Stella! Ich kann sie retten! Tu das, Eulette! Ich vertraue dir! Höchste Zeit, ein Held zu sein! In der Pagode gespürt. Nein, hier gibt's keine Störungen. Vielleicht ist dein Stab ja fehlerhaft. Fehlerhaft? Das ist sehr unwahrscheinlich. Doch, daran muss es liegen. Stabprobleme, ganz sicher. Wie auch immer, hier ist alles gut. Macht ihr euch wieder auf die Suche. Jetzt hab ich wieder gelogen. Nein, Monkey Goo. Ich weiß, du willst, dass ich lache. Aber wir müssen weiter an einem Training arbeiten. Hey, das ist dein Zauberstab. Den kannst du nicht einfach wegwerfen. Okay, das ist echt lustig. Du bist wirklich witzig, aber du kannst keine Statue zum Lachen bringen. Wow, aber dafür kannst du sie wütend machen. Gakanda Gecko. Pass auf, Monkey Goo! Der ganze Berg steckt voller Magie! Pass auf! Moment, ist dieser Stein nicht eine Falle? Du musst damit aufhören, so unartig zu sein. Oh nein, 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 nein! Was hast du jetzt angestellt? Affentricks, das ist schon alles. Warte, du kannst reden? Kein Wunder, dass ich dich nicht dressieren kann. Ein Gauneraffen wie Monkey Goo kann keiner dressieren, auch nicht du. Ist es nicht so? Mystischer Rätsel. Vogelkräfte! Krokodilkräfte! Ich bin kein Krokodil! Gehorcht mir! Schon bald wird er mir gehören! Ja, das stimmt. PJ Robo ist zu schwach gegen einen Pharao. Das schafft er nicht allein.
funkelndes Ding. Spüre den Zorn des Pharaos. Vogelkräfte! Entschuldigt, Jungs. Ich glaube, PG Robo hat einen Plan. Bald wirst du mich um Vergebung anflehen. Los, mehr Vogelkraft! Mein Stab! Lass ihn fallen, PJ Robo. Er ist viel zu mächtig für dich. Meine Kräfte! Ich kann sie wieder kontrollieren! Ja! Du hast uns befreit! Na schön, Pharao-Boy! Jetzt ist endgültig Schluss! Was hast du mit einem Stab gemacht? Du hast deine Magie zerstört! Du hast einfach alles zerstört! Ich komme wieder! Verlasst euch drauf! Ich werde euch beherrschen bis ans Ende der Zeit! Dieser Schurkentee ist mir immer einen Schritt voraus. Wow! Gecko! Stopp! Haha! Verabschiedet euch von eurem PJ-Späher, ihr niedlichen PJ-Masks! Wow! Hinterher! Ihr seid echt gut. Ich will nicht mehr der Schurkentill sein. Oh, warte, dieses Training sollte mich weiterbringen. Aber ich hab's vermasselt und ihr musstet mir helfen. Schon wieder. Ja, weil man seinen Freunden hilft. Ja, wir werden immer da sein. Hey, doch das wärt ihr nicht, wenn Schurkentill euch im PJ-Speer eingesperrt hätte. Was? Hä? Rein mit euch. Wow. Ah. Du auch, PJ-Robo. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Kann ich dieses Mal bitte der Gute sein? Nein, du bist Schurkentill. Du hast eine Menge böser Pläne und einen Haufen super cooler Geräte. Nein, warte! Das sind alles Sachen, die wir von Romeo beschlagnahmt haben. Ich habe einen Magneten mit Doppel-Superkraft. Und eröffne jetzt mein neues Ninja-Hauptquartier. Vielleicht hat er sich überhitzt. Ninja Linus, schnell, kühlt dieses Teil ab. Mutsuki, es tut uns leid. Wir hätten vorhin auf dich hören sollen. Du warst kein Baby. Du warst nur sauer wegen Luna. Nur weil du etwas wütend warst, hätten wir dich nicht ignorieren dürfen. Mir auch tut es leid. Ich einfach nur wollte finden Luna. Was hast du? Wenn ich habe starke Gefühle, ich leuchte. Aber Nachtninja mir genommen hat Kraft. Ich jetzt nur noch leuchte bisschen. Ihre Insektengefühle entwickeln große Energie. Mutsuki, was hast du gefühlt, als du Luna verloren hast? Mutsuki sehr vermisst Luna. Und als du erfahren hast, dass Nachtninja sie gefangen hat? Nachtninja gestohlen hat meine Schwester. Wow, starke Gefühle, oder? Ja, stark. Sehr, sehr stark. Bereit. Zielen. Mutsuki fühlt... Ja! Hä? Super Gecko Muskel! Ninjas, lauft! Eulenflügel!
Kutte getragen habt. Böser Ninja. Keine Chance. Und die Wölfis lassen uns bestimmt nicht rein. Befreit meine Flöte. Dann kann ich sie kontrollieren. Aber Nachtninja kann das mit seiner Flöte auch. Ich werde lauter spielen. Dann spielt er auch lauter. Ich werde mit der ganzen Macht des Rätselberges spielen. Und dann spielt er mit... Stopp! Jetzt vergesst mal die Flöten. Die Wölfis sind nicht böse. Sie werden das Richtige tun. Lasst sie einfach wieder Wölfis sein. Auf die Wölfi-Weise. Mmh. Fusselflauschig. Wie Ninja Linus mit Fell. Na gut, jetzt bringt mich in meine Pagode. Juhu! Jip, jip, juhu! Hä? Hört nicht auf ihn. Hört auf mein Gedudel. Na los! Juhu! Jip, 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 juhu! Jip, jip, jip. Au! Juhu! Es funktioniert! Sie sind wieder die guten alten Wölfis. Besser, als wenn sie von einem Ninja kontrolliert werden. Erinnern wir sie noch mehr an ihre Wölfi-Art. Jip, jip, juhu! Was macht ihr Flohsäcke da? Gehorcht meiner Ninja-Flöte! Und zwar sofort! Jip! Jip, jip! Dann stimmt es also. Sie sind gar nicht so böse. Was ist da draußen los? Also los, Anju. Lass sie frei. Höchste Zeit, eine Heldin zu sein. Ja. Jip, jip, jip. Hä? Danke, ihr habt uns befreit. Ich fand es blöd, dass ich mich nicht wie ich selbst gefühlt habe. Ja, ich auch. Diesmal haben uns die Pyjama-Kids einen Gefallen getan. Hört zu, Köter! Ihr sollt zuhören! Hey, Nachtniete! Wir sind nicht deine Hunde! Wir sind stolze Wölfis! Jip, jip, jip! Das zahle ich euch heim! Ich könnte alle Kräfte verlieren und nichts würde zurückbleiben? Und das für immer? Ich verliere lieber meine Kräfte als meine Freunde. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Au! Ah, so lässt es sich leben. Ihr habt einen Fleck übersehen. Ich komme zu Ihnen, Meister. DJ Kristall, entschuldige den Energieentzug. Hier, nimm sie zurück und gib sie meinen Freunden. Sie brauchen sie dringender als ich. Was passiert mit mir? Meine Kräfte, sie verschwinden. Unsere Kräfte! Ja! Yeah. Was? Es hat funktioniert und mir geht's gut. Aber meine Freunde brauchen mich immer noch. Was? Ich werde sie einfangen. Super Eidechsengriff! Eulenflügel weg! Schnell! Los, kommt! Vielleicht klappt's beim nächsten Mal, Romeo! Oh, ich zeig ich's noch, PJ Masks! Oh. Nutzt, lasst uns nach etwas Magischem suchen. Hier ist alles voll mit unheimlichem Zeug. Wie stellst du dir davor, etwas Magisches zu finden? Vielleicht sehen wir uns das leuchtende Ding da drüben an. Zuckige Feldkatzengekritzel. Wer ist dieser Junge und was macht er in meiner Festung? Leute, wo ist die Sphinx? Wir kriegen das hin. Da steht mehr als ein Zauberspruch drauf. Wir müssen nur die Hieroglyphen entschlüsseln. Kommt, Leute! Höchste Zeit, Helden zu sein! Machen wir uns bereit. Gecko, wir brauchen jetzt Superkraft. Und zwar viel.
Gecko, wir sind in Position. Wir sind auch bereit. Habt ihr den Umkehrzauber? Keine Sorge. Ich habe es entschlüsselt. Hieroglyphen sind cool. Butzuki teleportiert Miezekatze und Vögelchen jetzt? Ich bin der allmächtige Herrscher. Und dieser Mond ist erst der Anfang. Ich werde noch weitere Planeten erobern. Schließen deine Pläne zur Herrschaft etwa auch Weltallkatzen und Alien-Insekten ein? Was? Jetzt! Katze des Wunders, Katze aus Stein, Zeit für dich wieder zu Hause zu sein. Super Katzensprung! Super Katzenstreifen! Glaubt ihr etwa, dass dieser kleine Trick genügen würde, um mich zu besiegen? Nein, das ist der Mond des Pharaos! Nachtninja hat recht. Wir haben nicht nachgedacht und die Regeln gebrochen. Es tut uns leid. Mir tut es auch leid. Ich hätte nicht so streng mit euch sein sollen. Regeln sind dazu da, um uns zu schützen. Weil wir sie nicht befolgt haben, sitzen wir fest. Nicht mehr lange. Es gibt eine Möglichkeit, an den Drachen vorbeizukommen. Lass mich raten. Beinhaltet das eine Regel? Eine sehr wichtige Regel. Um an einem Drachen vorbeizutanzen, muss man ernst sein und langsam. Und ich verspreche euch, es wird Spaß machen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Heia! Uns in Ruhe. Sie mögen den Tanz. Weil der Tanz den Regeln entspricht. Und jetzt. Salto, Drehung und Landung. Folgt der Drachenmeisterin. Salto, Drehung und Landung. Ja! Das war lustig. Wow, eine Party? Und ihr seid nicht eingeladen. Haut ab! Also, wenn das so eine Party ist, sollten wir nach Hause gehen. Super Gecko Tarnung! Eulenflügel weg! Hey, gib sie zurück, du klebrige Eidechsendieb! Wow. Wenigstens habe ich noch Anjus Star. Nicht mehr lange. Ihr PJ-Spielverderber ruiniert mir jeden Spaß. Nein! Oh, oh. Ja. Oh, peinlich. Oh, Pyjama. Oh, Plagegeister. Oh. Also das nenne ich eine fetzige Tee-Party. Cooler Flug. Oh, das war noch nicht alles. Du hast uns vom Trudeln ins Weltall bewahrt. Wie will man noch besser fliegen können? Indem ich Luna eine Lektion erteile. Und natürlich das Teeservice zurückbringe. Catboy, übernimm das Steuer und lenk Luna ab. Ich komme von hinten angeflogen. Meine Party. Kleine Schwester, lad mich auf! Glauben die wirklich, meine Einladung gilt einer blöden Katze, einer schuppigen Eidechse und einer... Überraschung! Oh. Ha. Hey! Der Tee ist serviert. Und wie fandet ihr das Flugmanöver? Ich bevorzuge diesen hier, den Truthahn-Trudel. Eulett! Immerhin haben wir das Teeservice. Komm schon, los, bringen wir das Teeservice dorthin, wo es hingehört.
Teetassen ziehen lassen. Das hat Spaß gemacht. Gehen wir zur Festung? Partyspiele? Klar doch, Schwesterchen. Was? Du kannst das Eidechsenzimmer haben. Mozuki nicht schläft in einer Katzenbox. Hä? Oh, die PJ Masks! Das gibt's nicht. Wow! Wow, sonst haben wir immer mit Fake-Knollen geschossen. Wie kämpft man gegen seine eigene PJ-Großartigkeit? Mit noch mehr PJ-Großartigkeiten. Davon gibt's noch einige. Bereit? Peinliche PJs! Jetzt, PJ-Robo! Der Spaß ist vorbei, Luna. Zeit, dass ihr eure Pfoten von unserem Hauptquartier nehmt. Das sehe ich nicht so. Mozuki, Teleportizeit. Super Katzenstreit. Wow! Hey, ich mach das. Luna Lieferservice. Versuchen, bevor das Leuchten verschwindet. Juhu! Yep, yep, yep. Viel Spaß damit, Wölfis. Wir haben alles, was wir brauchen, genau hier. Der Rest ist Gebäck mit Flügeln. Oder ein Kuchen auf dem Mond. Katzenkraft, Katzenkraft, dein Tempo ist mein. Dieses soll Stärke dem Streitwagen leihen. Bereit, Leute? Okay, und los geht's. Katzenkraft, dein Tempo ist mein! Wow. 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 Das ist echt toll! Ich meine herausragend! Katzenkraft, dein Tempo ist mein! Wow. Wow. So schnell! Ich kann ihn nicht lenken! Jetzt du, PJ-Robo! Katzenkraft, Katzenkraft! Dein Tempo ist mein! Das ist aber nicht das, was ich wollte! Spiel es ab, PJ-Robo! Rückwärts! Was? Rückwärts? Wir haben so verstanden. Ihr PJs! Ihr habt alles ruiniert! Super Katzensprung! Ich glaube, du hast etwas, das mir gehört. Nein! Wow! Oh. Du bist dran, Gecko! Super Gecko-Muskel! Seht nur, was ihr getan habt! Meister Pharao! Hey, was? Leute, wartet auf mich! Merkt euch meine Worte, PJ Masks! Ich komme wieder! Und... Los, los, los! Mein Katzenschnurrhahn. Vielleicht sind die Ninjalinos gar nicht so böse. Okay, Ninjalinos. Balletttanz. Und denkt daran. Anmutig. Oh, oh. Hallo, Ninjalinos. Ich brauche euch nicht mehr. Also runter von meiner Pagode, klar? Ja!
könnt ihr vergessen. Ich muss die Kontrolle über das Museum wiederbekommen. Die Kindhaltung. Und jetzt den Delfin. Nein! Die gehört euch. Funktioniert. Wuhu! Das war super, Ninjalinos! Hey, lass mich los! Hey, Ninjalinos! Eure neuen Fähigkeiten sind abgefahren. Gut gemacht! Sollen wir das in den Griff kriegen? Wir haben schon so viele Schurken besiegt. Und jetzt sollen wir uns von einem Shrimp schlagen lassen? Das ist Mutsukis Schuld. Ich nicht bitte Pete helfen gesagt. Es ist zu spät. Es sei denn... Ja, Mutsuki will Hilfe von Petes. Wenn ihr uns helft, helfen wir euch auch. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Kannst du denn dem Magneten die Kraft wieder aussaugen? Nur wenn er in der Nähe ist. Wissen alle, was zu tun ist? Super Gecko Tarnung! Hey! Gib mir meinen Magneten! Hey, Patzeball! Hallo! Super Katzentempo! Hey, Shrimpy! Lass meine Schwester in Ruhe! Komm schon! Eulenflügel weg! Ja! Hab wieder Kraft! Ja! Und jetzt ist er nur noch Lunas normaler Mondmagnet. Mit dem kommen wir immer zurecht. Wem sagst du das? Haha, jetzt bist du nicht mehr so groß und gruselig. Wow! Du bist echt gemein! Sie macht Ärger. Welttournee, erster Gig. Das Hauptquartier der PJ-Plagegeister. Ich präsentiere die Yip Yip Yaroos. Macht euch bereit, umgehauen zu werden. Wir haben Zotteln und Glocken. Wir lieben es, das Grauen. Aber wartet, bis wir jaulen. Es ist soweit, der Wettkampf der Reißzähne. Okay, Kevin, jaul dir dein Herz raus. Ich bin pelzig, ich bin flauschig. Sag, kann dich mein Grinsen erfreuen? Ich bin Kevin, ein Wölfi. Und ich singe wirklich gern. Kommt schon, ihr Wuschelköpfe! Lauter, grässlicher, viel furchtbarer! Augenblick mal. Was meinst du mit furchtbarer? Du hast es geschafft, Kevin! Übung macht eben den Meister. Du könntest echt allein durchstarten. Danke! Hoffen wir, dass sie nie ein Comeback versuchen. Du bist gefeuert! Sowas von gefeuert! Schön! Wer braucht schon
von euch. Ich werde auch andere Musiker ohne Talent finden. Wie wäre es mit uns, Meister? Roboter und die Maschinen. Wir sind die Roboter. Supergroovige Roboter. Supergroovige Roboter. Nein. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. An dem Kristall. Romeo spielt damit herum. Das gibt's nicht. Mein Katzenflitzer. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Was geschieht da? Schon ich wäre schlimm dran. Aber immerhin habe ich euch, Mottis. Ah! Ich muss Catboy und Gecko finden. Es ist noch nicht zu spät. Wenn ich deine Kraft nicht auf einmal nehmen kann, dann eben Stück für Stück. Gehorche deinem Meister. Kätzchen, es ist mitten in der Nacht. Was mache ich hier? Das ist eine Katastrophe! Was machen wir jetzt nur? Und wo ist Oilette? Hä? Warte, sie hört für heute auf? Oilette, wir sind's! Oilette! Oilette? Wer ist das? Super Gecko-Schilde! Gecko, lauf! Newton, was machst du da? Schon okay, Newton, wir haben das im Griff. Ich habe einen Plan. Höchste Zeit! Ein Held zu sein? Was? Hilfe! Oh, meine Schrauben wackeln! Schon okay. Ich hole uns hier raus. Ich bringe den Asteroiden dazu, sich nicht mehr zu drehen. Komm schon, Newton. Du schaffst das. Sternenkraft! Der Sauger funktioniert nur mit dem Asteroiden, also bin ich hin und habe ihn rausgenommen. Das nenne ich ein Weltallgenie. Und dazu auch noch sehr mutig. Aber so unfair. Miau, 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 miau. Ist das vielleicht höchste Zeit, ein Held zu sein? Aber er ist doch nur eine Katze. Er ist Catboy und ein PJ Mask. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen etwas tun, bevor wir alle unsere Kräfte verlieren. Vergiss es.
Du bist nur noch eine Katze. Schau zu, wie ich mir die Kräfte deiner PJ Masks Freunde nehme. Bei der Kraft von Ra! Hey! Miau. Miau, miau. Gute Arbeit, Catboy Kitty. Nicht gut genug. Keine Kraft. Miau! Du dumme Katze! Hey! Das ist meiner! Gib ihn mir! Gib her! Nur unter einer Bedingung bekommst du deinen Stab. Du gibst uns das zurück, was uns gehört. Befreie Catboy aus der Katze. Niemals! Miau! Sieh! Okay, gut. Ich tue alles, damit er mich nicht mehr nervt. Miau! Miau! Transformiere mich! Danke, Kumpel. Du bist wohl doch kein echter Gehilfe. Aber wir haben trotzdem alle gerettet. Dich, mich und meine PJ Mask-Freunde. Um diesen kleinen Roboter zu retten? Unmöglich, dass Gecko nicht in den Graben tauchen und PJ Robo retten würde. Du bist nicht Gecko. Wartet, was? Doch bin ich. Ich bin der kleine grüne Kerl, der immer alles vermasselt. Du bist Octobella. Ich bin nicht, ups. Okay, ihr habt gewonnen. Außerdem, wer will schon so ein blöder PJ Masks sein? Wo ist der echte Gecko? Wo? Leute! Eulen, Federn! Superkatzenstreifen! Nicht zu fassen, dass wir dich aufgegeben haben. Auch wenn du es in Wirklichkeit gar nicht warst. Schon okay. Jetzt müssen wir PJ Robo retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Perfekt! Kein peinlicher Pyjama-Held in Sicht. Auf böser Roboter gestellt. Das könnte kitzeln. Kommt nicht in Frage. Gecko kommt zur Rettung geflitzt. Der echte Gecko. Super Gecko Muskeln. Super Eidechsen schwimmen. Super, was auch immer nötig ist. Wow. Er hat's geschafft. Super Gecko. Wo ist er? Hilfe! Oh, wow, wow. Wir können das Teil nicht bremsen! Ich schon! Wow! Wow! Nächstes Mal kriege ich euch, PJ Masks! Du bist jetzt in Sicherheit. Du warst so nett zu mir. Wie kann man nur so was Schreckliches tun? Das Grün steht dir gut. Wir sehen uns. Und unser Meister des Grabens ist zurück. Bei der Kraft des großen Anubis. Wer sind diese loyalen Diener? Ich liebe diese Eidechsenschilde. Die du mir gestohlen hast. Hä? Gib sie mir zurück. Ach, bleib locker. Wir spielen nur herum. Ninjalinos, verklebe klatsch die PJs. Schluss damit! Alles okay, Gecko? Nacht-Ninja, ein Held zu sein ist kein Scherz. Wisst ihr was? Wenn alle anfangen zu lachen, ist es ein Scherz. Und zwar ein guter. Los, kommt, gehen wir die Klebeklatscher am Hauptquartier abwaschen. Tschüsschen. Okay, Ninjalinos. Trainiert weiter! Fangt mich! Was? Bei den Schlangen des Apophis! Fesselt den Narren! Hä? Hey! Wer bist du? Der allmächtige Pharao. Ich komme wegen deiner Diener. Sie gehören jetzt mir. Niemals! Los, verklebeklatscht ihn! Ninjalinos? Hey, komm zurück! Stab von Ra! Mach deine Arbeit! Oh,
folgt eurem neuen Meister. Und die antike Macht der Pharaonen wird euch gehören. Ab jetzt seid ihr bekannt als Pharaolinos. Wartet, verlasst mich nicht, bitte. Gürteltill, schlag richtig zu. Ich mache einen Spezialkatzensprung. Donnerschlag! Der war gut. Ja, gehen wir. Und bereit? Dann spring ich mal in meine Rolle. Super Katzen-Tempo! Ich hab die PJ Masks und Gürteltill. Ich bin ein Genie. Sagt am besten schon mal gute Nacht. Jetzt seid ihr dran, Ninjalinos. Was? Oh, was ist da schiefgelaufen? Ich schätze, es funktioniert nicht richtig, wenn man es auf Ninjaline schließt. Also, wenn das was werden soll, muss ich es eben selbst machen. Nach Ninja, jetzt kannst du was erleben. Donnerschlag! Ja! Verteidigung! Angriff! Irgendwas! Weglaufen habe ich nicht gesagt! Okay, vielleicht doch weglaufen. Dieses Mal habt ihr gewonnen, PJ Masks. Aber ich komme wieder! Ich mach das! Super Katzenstreifen! Oh, es nützt nichts. Er bewegt sich zu viel. Oh, ich wollte doch nur, dass Lionel mich mag. Und nicht Monkey Goo. Noch etwas. Wenn der Zauber verfliegt, stürzt er ab. Wir müssen ihn sofort retten. Gut, er kann spielen mit wem immer er will. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Schon, Monkey Goo, ich halte dich fest. Monkey Goo fliegt? Los geht's! Monkey Goo, zeig ihm deine magische Banane. Klasse, jetzt mach Tricks damit. Es beruhigt ihn. Noch mehr Bananen. Toll! Zeit für Katzenstreifen! Jetzt Super-Gecko-Muskeln! Komm schon, komm schon! Es funktioniert! Fast geschafft! Oh nein! Der Zauber lässt nach! Eilid, schnell! Bereit, Monkey Goo? Springen wir! Super Eidechsengriff! Unglaublich! Gecko und Monkey Goo haben's geschafft! Was ist los? Bei der Kraft der Pharaonen! Nein, das bin nur ich. Vielleicht kopiere ich diesmal deine Kraft. Als ob ein Krokodil Saxophon spielen könnte. Ich gebe nicht auf, bis ich es versucht habe. Thank you.
ist mein Ding! Gib es zurück! Das lasse ich auf keinen Fall durchgehen! Bei allen großen Pharaonen! Halt! Gecko hat's geschafft! Wir sind frei! Hey Leute! Helft mir! Ich schaff das nicht mehr lang! Was? Alles klar! Hab ihn! Die Show ist vorbei, Pharao-Boy! Und ich hab noch ein bisschen Puste übrig. Hab ich dich! Maximale Kraft! Ups, Ende Gelände! Oh, das ist gar nicht gut. Olette, Gecko, hattet ihr Glück mit der Rettung? Leider nicht, Catboy. Ihr seid zu schnell zu weit weggeflogen. Wir konnten euch nicht rechtzeitig erreichen. Dann muss ich das erledigen. Aber wie? Drück auf die leuchtenden Lichter. Ganz einfach. Wir haben keine Ahnung, welcher Knopf was macht. Blau macht Lärm und grün macht noch mehr Lärm. Braun macht heiße Schokolade. Du hast dir alles gemerkt? Jeden Knopf? Okay, welcher von denen kontrolliert den röhrenden Rüssel? Kein Problem, der rote Wackelige. Jetzt richte ihn nach vorne. Und jetzt schalte den Sauger ein. Ja. Nein, andersrum. Pusten. Monkey Goo. Und jetzt such den Catboy-Befreien-Knopf. Mein röhrender Rüssel! Ihr Pyjama-Plagegeister und euer Affe habt seine Energie verbraucht. Ist doch kein Wunder, wir waren ja auch im Weltall. Blöde PJ Masks! Roboter, evakuieren! Sofort! Ah, cha-cha-cha! Ja, Meister! Gute Arbeit, Monkey Goo. Du bist auch schlau, nicht nur ungezogen. Und ich hätte nicht tricksen sollen, um nicht ausgetrickst zu werden. Dafür hatten wir jede Menge Spaß. Miau! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ich sitze an Land fest und ihr unter Wasser. Buchstäblich! Wir können uns nicht rühren! Ich wollte mich doch nur nützlich fühlen, wie ein echter Held. Aber sie hat mich reingelegt. Schon okay. Octobella ist total gemein. Gürteltil, nur weil wir dich nicht oft um Hilfe bitten, heißt das nicht, dass wir dich nicht für einen tollen Helden halten. Weißt du, manchmal brauchen wir keine Hilfe und manchmal schon. Und gerade jetzt brauchen wir sie. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Na, wir kommen nicht durch. Warte, du kannst durch diese Lianen schwimmen und du hast auch noch einen Plan? Oh, dann kann ich schon wieder nicht helfen. Oh. Hey, du hast recht. Das heißt nicht, dass ich nicht wichtig bin. Ich halte das Geckomobil am Laufen, damit wir schnell fliehen können. Übernimm du, Kleiner. PJ-Robo, der Kristall. Zauberlied. Ah! Ah! Ah!
Achtung! Ich kriege euch noch, PJ Masks! Und euren Freund auch! Ist über diesen... Wer bist du? Ich? Ich bin Newton. Aber in der Nacht bin ich Newtons Star. Hallo? Du bist im Weltall, du hast Superkräfte und du warst in der Bibliothek. Ja, da gehe ich oft hin. Ich wollte wissen, was ich mit dem Asteroiden machen soll, den ich auf die Erde geschleudert habe. Du hast ihn geschleudert? Das war nicht ich? Ich habe den Asteroiden untersucht und ihn dabei aus Versehen vor euer Raumschiff geschoben. Und vorhin bin ich weggelaufen, weil ich dachte, dass ihr wütend wärt. Warte, du bist tagsüber ein Kind und in der Nacht hast du Superkräfte? So wie ein Held? Eher ein Forscher. Ich komme hierher, um die Geheimnisse des Universums zu erkunden. Ich bin gern allein. Tut mir leid, Oilette. Du hattest recht. Es gibt ein ganz neues Nachthelden-Kind. Surfst du ihn etwa? Ich versuch's. Das ist eine meiner Kräfte, aber mit dem ist es schwer. Vor allem, weil dieses böse Kind ihn beschießt. Auf das böse Kind wartet eine Überraschung. Okay, Newton Star. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Höchste Zeit, was zu sein? Und, Roboter, sind die peinlichen PJs mittlerweile weit entfernt im Weltall? Nicht wirklich, Meister. Was? Sicher, dass das funktioniert? Nach links! Weich den Schuss aus! Jetzt ziel auf den Strahlenstrahler! Den Hochleistungsenergiestrahlwerfer? Das zielende Schießteil! Jetzt! Geschafft! Wow! Blöder Roboter! Hey! Sternenkraft! Wow! Was tut ihr da? Bibliotheken-Bubi. Keine Sorge, Newton Star, wir erledigen das. Nein. Ihr werdet feststellen, dass ich das gleich erledige. Wer euch jetzt retten soll? Du? Ich lach mich kaputt. PJ Robo? Was soll das werden? Der Kicherstein. Kicherstein? Oh, bitte. Wieso sollte man einen Stein so nennen? Geschafft! Du und PJ Robo!